Zum 13. Drachenbootrennen in Föhl, Asel Süd am Edersee am letzten Wochenende hatten sich 15 Teams angemeldet, um unter sich die 13. Nordhessische Drachenbootmeisterschaft auszupaddeln. 20 Paddlerinnen oder Paddler pro Boot, ein Steuermann oder eine Steuerfrau und ein Trommler gehören zu jedem Team. Aber nicht nur der sportliche Ehrgeiz zählte. Es gab jede Menge Spaß für die ganze Familie. Genügend Wasser im Stausee, angenehme Temperaturen und knapp 1500 Zuschauer lieferten das passende Ambiente. Die Trommelgruppe Sambistas aus Volkmarsen sorgte für den richtigen Takt. Am Sonntag machten auch eine Menge Radfahrer der Eder Bike Tour einen Zwischenstopp beim Drachenbootrennen. Im Finale siegte wie im vergangenen Jahr das Team der Wilden Hassianer aus Gießen vor der Fulda-Lokomotive, den Rheingauner Youngstars und den Lahndrachen. Den Sonderpreis für das kreativste und schrillste Outfit erhielt das Team Iddertal.